Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr seht, die Sonne scheint schon rein. Ich brauche unbedingt irgendwie einen neuen Sonnenschutz. Im Winter brauchte ich das nicht, jetzt wird es aber wieder Zeit. Wir machen, ich habe Urlaub, das heißt GG an uns alle, an die, die jetzt zur Schule müssen oder arbeiten müssen, tut mir leid. Einmal im Jahr Urlaub sollte man sich auf jeden Fall gönnen. Diese Woche möchte ich, weil ich die Zeit dafür habe, einfach mal ein Resümee ziehen über das, was wir aktuell als Situation haben, über Modern Warfare 2, Warzone 2, DMZ, alles das, was im größten Call of Duty aller Zeiten und im fortschrittlichsten Call of Duty aller Zeiten passiert ist, passiert, wie die Spielerzahlen sind, und ich möchte auf die einzelnen Themen eingehen, ohne dass das jetzt irgendwie zu einem Hate wird, sondern einfach mal ganz kritisch analysieren, warum dieses Call of Duty so sehr floppt, warum die Spieler weggerannt sind und warum es dieses Jahr so viel extremer ist als zum Beispiel noch letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Und da seid ihr ein bisschen gefragt. Ihr könnt in die Kommentare unten schreiben, welche Themen ihr am liebsten von mir analysiert haben möchtet. In Modern Warfare 2, Warzone 2, DMZ, ich kenne mich in allen dreien aus, also da könnt ihr jedes Thema nehmen. Sowas wie Waffen, Audio, Grafik, Content, Map-Aufbau, Marketing meinetwegen, Anti-Cheat ist ein großes Thema, wie ich finde, Shadowban-System. Bundles, für einige sind Bundles interessant, der Shop generell, die Übersicht. Es gibt so viele Themen, die wir da behandeln können, und ich werde euch versuchen, diese Woche jeden Tag ein neues Thema einmal sozusagen anzusprechen. Und das heutige Thema sollte einmal ein allgemeines sein, mit dem ich anfangen möchte, und zwar Gameplay, Gameflow, beziehungsweise ich würde so in Klammern setzen, Leistungskurve oder auch Skill Gap, wie ja viele ganz gerne sagen. Und übersichtlich gesehen, Modern Warfare 2 ist gefloppt. Die Vorverkaufszahlen waren riesig, das liegt zum Großteil halt wieder am Marketing, weil sie da viel Geld für ausgeben, und daran, dass der Name Modern Warfare mit drin war, was viele ganz alte Spieler einfach immer noch sofort natürlich catch, weil sie denken, oh, Modern Warfare 2 damals vor 12, 13 Jahren, geiles Game, will ich wieder haben, und oh, da kommt ein neues. Das war natürlich cleveres Marketing, weil Activision ganz genau wusste, dass man mit den Namen der Games mittlerweile mehr verkauft als mit der Qualität der Games. Und ich glaube, das lässt sich bei Call of Duty am besten darstellen. Wenn wir mal ehrlich sind, ich würde behaupten, 70% von uns Spielern würden Call of Duty gar nicht mehr kaufen, wenn es einen anderen Namen hätte. Wir kaufen es mittlerweile nicht mehr, weil wir wissen, dass es gut wird, sondern wir wissen eigentlich, dass es nicht gut wird. Wir kaufen es wegen dem Namen und weil es mittlerweile so eine Gewohnheit ist, es jedes Jahr einmal zu kaufen. Aber Infinity Ward hat sich als Lead-Studio dieses Jahr dazu entschieden, ein Game zu entwickeln, dessen Skill-Gap bei null liegt. Also wirklich bei null. Und dazu sind verschiedene handwerkliche Instrumente eingeflossen, damit ein guter Spieler sich von einem schlechten Spieler einfach gar nicht mehr unterscheidet. Jeder spielt in Modern Warfare 2 auf einer Leistungskurve. Es gibt kein Improvement, es gibt keine Verbesserung, man kann nicht mehr besser werden. Und das hat verschiedene Gründe. Der erste Grund ist das langsame Gameplay. Es ist Slide Canceling rausgenommen worden, was ein Bug war, was auch vollkommen in Ordnung ist. Aber es wurde nichts Adäquates reingefügt, was den Flow des Games und die Geschwindigkeit, so wie Jumpshotten, Dropshotten, Rutschen, beim Rutschen wenigstens Schießen, auch das ist nicht möglich. Man kann nicht Jumpshotten, weil man einfach nicht weit genug kommt. Man kann einen Sprung machen, dafür ist die ADS-Time dann so schlecht, dass man die Waffe nicht schießen kann. Dazu kommt eben die Time to Kill, die so unglaublich niedrig ist, dass man eigentlich springen müsste um Ecken, um eine Chance zu haben gegen den, der den Winkel hält. Denn da kommt das nächste Thema. Es basiert, ihr seht, es ist eins baut auf dem anderen auf. Leute sitzen in Ecken, weil sie euch hören. Sie hören euch, weil es kein Perk gibt, was durchgängig eure Fußschritte leiser macht. Die Fußschritte sind extrem laut. Es gibt Totenstille als Feldaufrüstung. Hält aber am Ende nur netto 9 Sekunden, denn 6 Sekunden geht der Mikrowellenton, wo jeder auf der Karte eine Info bekommt, dass ihr jetzt lautlos unterwegs sein wollt. Das ist natürlich ein absolutes Problem, sorgt aber dafür, zusammen mit dem Gruppenspawn-System, was wir haben, denn ihr spawnt andauernd dort, wo eure Gruppe spawnt.
was auch bedeutet, dass man überhaupt nicht mehr predikten kann, wo die ganzen einzelnen Spieler, wenn ihr sie getötet habt, spawnen. Denn ihr habt ja keine roten Punkte mehr auf der Minimap. Die sind ja auch weggenommen worden. Es gibt ja auch keine Option, außer ihr habt eine Drohne, um sie zu aktivieren. Ihr könnt aber auch kein Stealth-Gameplay machen, denn wenn ihr Geist- und Schalldämpfer gleichzeitig nutzt und dann mit dem mit der schallgedämpften Waffe schießt, werdet ihr trotzdem auf der Minimap angezeigt, wenn eine Drohne aktiv ist. Was überhaupt gar keinen Sinn ergibt, weil es überhaupt gar keinen Sinn macht, einen Schalldämpfer zu nutzen. All diese Entscheidungen, diese Option, die sie eingefügt haben, damit die Skill Gap auf Null ist, sollte, und das ist das Ziel dahinter gewesen, die Vision von Joe Kotick, Kotick oder wie er heißt, diesem idiotischen Infinity Ward Lead Designer und Studio Designer, sollte seiner Vision entsprechen, ein Call of Duty zu machen für Leute, die weder Hände noch Füße noch einen Kopf haben. Das Problem ist, wenn man sich die Spielerzahlen anguckt, in Modern Warfare 2 und Warzone 2, und Warzone 2 ist umsonst, muss man dazu sagen, und DMZ, haben Probleme, über den Tag auf Steam mehr als 50.000 Spieler zu haben. Nur zum Vergleich, CSGO hat 1 Million Spieler täglich. 1 Million, das 20-fache. Und das, obwohl wir jetzt gerade eigentlich ja eine Season bekommen haben, wo die meisten ja dann sagen würden, okay, mit der neuen Season, das spiele ich dann gerne, das bockt dann und das ist nicht mehr. Es ist nicht mehr der Fall. Die Leute sind abgehauen, denn jeder von uns spielt ein Game aus verschiedenen Gründen. Das ist ja auch vollkommen legitim. Aber eine Sache haben alle guten Games auf der Welt gemeinsam, was Modern Warfare 2 nicht hat. Es gibt einen Progress, einen Fortschritt. Man spielt und hat das Gefühl, man erreicht etwas. Entweder erreicht man irgendeinen besonderen Skin, den man sich ergrinden muss. Oder man erreicht irgendeine besondere Waffe, die man sich ergrinden muss. Oder irgendeine besondere Tarnung, die man sich ergrinden muss. Oder man merkt an seinen Stats oder an den Lobbys, dass man halt besser wird. So, ihr kommt in schwierige Lobbys, ihr fightet euch dadurch, ihr werdet besser. Ihr kriegt dieselben Lobbys, aber ihr seid besser als am Anfang. All diese Sachen, auch durch SBMM vor allen Dingen, gibt es in Modern Warfare 2 nicht. Es gibt keinen Punkt, an dem ein Spieler sich in Modern Warfare 2 und Warzone 2 verbessern kann. Und das ist so weit gegangen, dass wirklich nur noch eine Minderheit an Spielern entweder Ashika Island oder Warzone 2 oder Modern Warfare 2 spielt. Und sogar die gesamte deutsche Warzone-Streamer-Bubble kein Warzone mehr spielt, obwohl sie es eigentlich sich immer zwingen, weil sie unbedingt Geld verdienen müssen, sondern Modern Warfare 2 rankt, was leider vercheatet ist, das aber ein separates Thema. Das heißt, selbst Aiden, einer der größten amerikanischen Warzone-Streamer, hat gesagt, er legt Warzone 2 zur Seite, er kann es nicht mehr spielen, es langweilt ihn zu Tode. Schlechtere Spieler, in Anführungsstrichen, man sagt es immer so, Familienväter, es ist ja nicht mal böse gemeint, schlechtere Spieler haben ihre Sachen gepackt und spielen Singleplayer-Games oder gehen zu Battlefield, was ehrlich gesagt auch ziemlich langweilig ist und jetzt auch kein Burner. All diese schlechten Spieler und all die guten Spieler und all die mittleren Spieler sind abgehauen. Und das, was immer so einige Fanboys sagen, so, ja, wenn es euch nicht gefällt, dann müsst ihr halt gehen, dann ändert sich was. Die Leute sind gegangen, wir Creator sind gegangen, wir Spieler sind gegangen und geändert hat sich nichts, gar nichts. Wisst ihr, was die letzte Änderung war, die Infinity Ward in Modern Warfare 2 gemacht hat? Der Herzschlagsensor zeigt jetzt Gegner nicht mehr auf 15 Meter, 1,5, sondern auf 5,0, 50 Meter an. Mir muss einer erklären, wie es sein kann, dass dieses Studio da sitzt und sich wirklich sagt, das ist das, woran wir jetzt arbeiten müssen, das wird irgendjemandem helfen. Keine Ahnung, wem das helfen soll. Die Vision, die Infinity Ward von Warzone 2 und Modern Warfare 2 hat, ist so grotesk schlecht, dass selbst ich verwundert bin und ich war mir sicher, dass es niemals ein Call of Duty geben kann, was schlechter ist als Vanguard. Und dann haben sie Modern Warfare 2 gebracht. Und wenn man jetzt den Ausblick nach vorne nimmt, was wir dieses Jahr kriegen, obwohl wir keins kriegen sollten, jetzt kommt Sledgehammer mit so einem, ja keine Ahnung, Modern Warfare 2.5.5 V2 Remastered DLC-Abklatsch als eigenständiges Game, wo jetzt aktiv Content aus dem jetzigen Game rausgeschnitten wird, damit man es dann in dieses Game packt, damit man wieder 70 € verdienen kann pro Nase. Es ist absoluter Wahnsinn, dass Activision immer noch so taub und dumm ist, und das steht ja auch so im Thumbnail, dass nichts an diesen Entscheidungen irgendwie mal überdacht wird. Nichts wird verbessert. Es wird halt wirklich immer schlimmer.
Und ich verstehe es nicht, denn die Bundle-Verkaufszahlen, die Bundles sind absolut grotesk schlecht, das muss man so sagen. Die Spielerzahlen sind niedrig, umso weniger Spieler online sind, umso weniger Spieler können im Shop was kaufen. Umso schlechter die Bundles sind, umso weniger wollen die Leute kaufen. Und ich verstehe einfach nicht, und vielleicht kann es mir irgendeiner erklären, wie es sein kann, dass sich nichts verbessert, obwohl es so viel Kritik von der Community gibt. Warum hört man nicht auf die Leute, die da sind, oder auch auf die Leute, die nicht mehr da sind? Das ist ja auch vielleicht mal ganz interessant. Es wird einfach ignoriert, es gibt keinerlei Kommunikation, so wie jedes Jahr eigentlich mittlerweile. Und es ist an dem Punkt, wo ich das Gefühl habe, dass diese Franchise nicht kurz davor steht, tot zu sein, sondern dass die Franchise wirklich am Ende ist, dass Call of Duty irgendwann nicht mehr produziert wird, weil die Vorverkaufszahlen dieses Jahr hatten Modern Warfare 2. Ich garantiere euch, die Vorverkaufszahlen für das neue Sledgehammer Game werden absolut grotesk sein. Und ich kann es mir nur noch damit erklären, dass man bei Activision mit Absicht schlechte Zahlen produzieren möchte, damit Sony irgendwann sagt, ah, wisst ihr, Microsoft kauft Activision, es lohnt sich eh nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Aber Leute, schreibt in die Kommentare, welche Themen in Modern Warfare 2 ich diese Woche behandeln soll. Ich würde mich freuen, das dann für euch zu machen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus.